Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Forex Pro Systeme Live Trading mit Thorsten Helbig. Und mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat und freue mich, dass Sie heute live dabei sind bei dem schönen Wetter draußen. Und bevor ich jetzt an den Thorsten den Bildschirm übergebe, müssen wir natürlich wie immer den Risikohinweis besprechen, denn auch dieses Webinar dient nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt heute müssen Sie wie immer Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen dieses Event bitte nicht als Anlageberatung oder Handelsempfehlung verstehen. Das ist ganz wichtig. Ja? Okay, dann genug von mir. Ich übergebe sehr gerne den Bildschirm an den Thorsten. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Guten Morgen. Guten Morgen, mein lieber Nelson. Oder Herr Cardoso, nicht, Entschuldigung. Woche der Höflichkeit. So viel Zeit muss sein. Ja, ich muss den guten Mann etwas korrigieren. Ihr dürft es selbstverständlich als Handelsempfehlung verstehen. Ihr dürft es nur nicht nutzen. Als Handelsempfehlung. Verstehen kann man ja vieles. Nein, aber vollkommen recht. Alles, was ich hier mache, mache ich, weil es meine Sichtweise ist und die ich auch so anwende. Und wir sind uns da lange nicht mit allen einig. Also wir sehen lange nicht alle das Gleiche, was wir sehen oder handeln wollen. So, schauen wir einmal auf gestern. Das sollte unser Bild von gestern sein. Ja. Hier ist unser Bild von gestern. Nee, das ist sogar von vorgestern. Wo ist denn das von gestern? Da ist das. Entschuldigung, weil dem von vorgestern halt die Position laufen nicht so gut. Wieder mal was falsch gemacht. Im Chart, in dem ich gezeichnet habe, auch noch gehandelt. Das tut man nicht. Ein kleiner Rückblick für unsere Jung für unsere Paternoster, mit denen wir gestern diesen Plan gemacht haben. Wir haben gestern Morgen gesagt, wir wollen hier runter, 64, 60, hier in diesem Bereich, um dann nach oben wegzuziehen. Ich habe dann die erste Position zu früh eröffnet, die ist dann hier mit dem Tief rausgekegelt worden. Ziemlich knapp, um nicht zu sagen sehr knapp, wer die Empfehlung vorher angenommen hatte. Ich glaube, unser Lux hatte das Bild sogar bei Slack reingepackt. Wer unsere Empfehlung umgesetzt hat und mit einer Limit Pullback oder so gearbeitet hat, der ist hier nicht mal rausgeflogen bei der 55,8. Ich müsste jetzt gucken, ob ich das Bild finde. Probier das mal, weil wir hatten ja gestern so das eine, den einen oder anderen Diskussionspunkt dazu. So, und da haben wir da der gemalt. Da haben wir das, diese Geschichte, dass wir gesagt haben, wir haben hier bei 1,20,65,5 die Long Limit mit 10 Punkten Stopp. So hat unser Lutz gestern das Bild hier veröffentlicht. Wenn wir jetzt die 65,5 hier genommen haben, 65,5, dann liegt unser Stopp auf 55,5
Und dieses Low war bei 55,8. Das heißt, 3 Ticks, 0,3 Pips über diesem Tief hat der Kurs hier gedreht. Fall A. Fall B ist dann, dass wir kommuniziert haben. Wo haben wir es? Long im Euro ausgestoppt, habe ich kurz danach geschrieben. Aber er hat nur die 55 touchiert. Das durfte ich. Ich starte mittelfristige Position hier direkt wieder neu. 1,2057 SL 1,2030. So war es kommuniziert und ich hoffe, der ein oder andere hat es auch so verstanden bei uns in der Gruppe, weil ich zeichne hier mal ein Kästchen drüber. Übrigens erstmal sorry, ich habe gestern unsere Mittwochsmail haben wir fertig gemacht. Ich habe sie aber vergessen, einen Knopf weiter zu drücken und sie auch zu versenden. Das hole ich nachher nach dem Webinar gleich nach. So, gucken wir uns diesen Zeitrahmen hier in 1 Minuten an. Warum geht das jetzt nicht? Mal rausnehmen, dann geht's. So. Das war zu schnell. Da ist der 1-Minuten-Chart von dieser Geschichte. Wir können hier sehen, er hat hier dieses Low bei 55,8 gemacht. Einmal kurz runter und schon war die Schwäche da. Deswegen habe ich direkt die Nummer genommen, diese Kerze hier. Um direkt wieder zu longen. Ich habe gemerkt, nachdem er einfach hier nur einmal ganz kurz runter ist, zack und sofort wieder zurück, einfach nur abgeräumt, konnte ich das Risiko eingehen, hier wieder zu kaufen und das Ding nach oben wegzuholen. Wir haben ja hier einen Plan, der sollte bis zu 64, okay. Er ist hier etwas unten drunter gesprungen oder hat man hier ganz kurz unter die Decke geguckt. Aber unser übergeordnetes Setup war ja eigentlich, nee, nicht eigentlich, es war oder ist ja klar. Das schauen wir uns auch gleich an, woher das kommt. Danach dann die Folge hier, dieses Gedümpel bis in die Nachmittagsstunden, nach den Nachmittagsstunden dann oder in den Nachmittagsstunden während der US-Session. Nachher endlich der erste Anstieg bis zur 21. Erste Nummer, zweite Nummer, dritte Nummer. Dann wieder ein Rücklauf. Hier drunter lag der Stopp für das Tagesziel. Ich habe die dann von der 57. Erster wurde bei mir auch mit 10 Punkten Stopp ausgelöst. Habe dann bei der 57 neu gestartet. Mein Stop ging dann auf die 90 für die eine Position. Die wurde hier dann mit dem Tagesziel, locker mit dem Tagesziel geschlossen. Mit 22, 23 Punkten bin ich hier dann raus mit der einen Position. Die zweite Position läuft noch weiter und hat ihren Stop hier unten einfach Break-Even liegen. Und dort bleibt er auch liegen. So viel, glaube ich, klar zu gestern, oder? Konnte ich damit einen Großteil der Unklarheiten beseitigen?
pennen heute alle noch. Ein bisschen mager hier. Dann kommen wir, wenn ich mit mir reden wollt, kommen wir zum heutigen Verlauf. Dazu müssen wir einmal schauen, wo Stops im Euro 1,2090 für Position 1, mein Lieber. So, da nicht. Wo haben wir es geschrieben? Position 1 sichere ich ab 1,2090, Start war 1,2057. Position 2, Stop plus 10, Start ebenfalls 1,2057. Das haben wir geschrieben. Nur für die erste Position 1,2090. Okay, wir haben ja hier einen Plan, der im Moment sich etwas schwierig darstellt. Da. Wir haben diese Linie nach oben verlassen. Wir haben die. Ich suche gerade mein H1. Da hatten wir doch ein bisschen was drin gezeichnet, oder? Machen wir es einmal in diese Richtung. Ich bin da manchmal etwas grobschlächtiger. Da. In diesem auch noch nicht genau. Da. Diesen Kanal hier, dem folgt er im Moment sehr, sehr treu und daraus ergibt sich im Moment irgendwo hier oben bei der glatten 1,22 auch das nächste Hoch, nachdem er sich hier unten schön an der Kante lang gehandelt hat. Wir haben im, komm her, da, und dazu glaube ich, waren wir im H4, da sieht man das besser. Ja, dort haben wir eine inverse SKS, die wir, was gleich warum meine weg ist, die wir mit zwei Nackenlinien versehen konnten. Beides entspricht der Gültigkeit. Demnach haben wir hier zack,
Die Auflösung aus Paar 1, da haben wir sie. Als nächstes Ziel oben die 1. 2201 und dieses hoch 1 2240. Das sind die absolut nächsten Marken, die ziehen dürfen. Wenn wir die Kanalkante dazu nehmen und das hier zusammenfassen, landen wir hier am 29., also mit der nächsten Kerze, eigentlich heute Nachmittag schon, dürften wir hier in diesem Bereich hier oben bei der 1,22 landen. Spätestens da ist UFBAS angesagt. Das heißt, wir bleiben klar, ziemlich klar long orientiert. Uhr 45 hast du gesagt, 1,2090, das war die letzte Mitteilung. Ja, 20.45 Uhr. Das war hier. Hier ist 20.45 Uhr. Da. Darunter ist er noch nicht wieder gewesen unter der 1,2090. Oder? Sehe ich irgendwas verkehrt? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich habe gerade gesehen, dass ich meinen Stop nicht dahin gelegt habe. Okay. Bei 1,2106 meinst du, ne? Ja. Ja, wenn die Stops 1,2090 und er war bei 1,2106, sind die doch nicht gebrochen, er ist noch nicht raus. Klärt mich auf. Manchmal verstehe ich Bahnhof. Wer ist denn andersrum? Wer hat es denn wie verstanden? Wer ist denn noch investiert und hält denn seine Position noch oder hat seine Position noch? Nelson, hilf mir, verstehe ich irgendwas falsch? Also, du kriegst ja die Feedbacks. Okay. Ich schiebe das Thema jetzt mal beiseite. Position 1 ist raus. Wollen wir 20.45 Uhr. Stops im Euro 1,2090. Ja, gut. Super, wenn man schreibt, aber selber nicht macht. Schwein gehabt. Okay. Wir kümmern uns um den Plan von heute, der sich ganz klar ja an der 1,22 orientiert. So, ja, als Ziel haben wir die 1,2201 auserkoren, eben gerade aus der ersten SKS. Die machen wir einmal grün. So,
und legen sie auch dahin, wo sie hin soll. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wie kommen wir denn am klügsten dahin? Der ideale Weg für mich wenn ich diese Bewegung dupliziere, die er jetzt da gemacht hat, und dort oben hin will, ergibt sich für mich heute, ich mache es gleich größer, dieses Muster. Dahin. Dieses Muster mit Zielen hier oben. Da oben werde ich diese Positionen glattstellen. Wenn ich von der 1,2120 ungefähr komme, kann ich mich schon mal darauf einrichten, wenn ich nicht am Platz bin, den Stop, den Take Profit schon mal auf 80 zu setzen. Den Stop muss ich sehen, den würde ich runter an die 90 setzen. Also würde ich, um diese mittelfristige Geschichte mitzunehmen, den Stop auf 20 Punkte setzen. Hier. Heißt, ich separiere diese Position, nehme alle Linien raus und platziere eine Long Limit. Eins, 21, 20. Das ist zu früh. Oder Long Limit 1,22,15. Da gehen wir. Auf die 15. Den SL in diesem Fall lasse ich hier bei 0, weil dann zieht er nämlich meinen SL für diese Position, für die gesamte Position hier dann auf Break-Even. Da ist das Problem. Den lasse ich bei 15. Wenn ich hier reinkomme und die Differenz von hier unten, bleibe ich mit meinem Stop für die mittelfristige Position immer noch Break-even. Mir kann also hier nichts passieren. Ich werde in diesem Fall diese Position aufstocken, die bestehende Position, und werde diese dann oben an der 1,22 einen Drehrumbum platzieren. Und zwar genau an der 22. Die wird gerne um ein, zwei Punkte durchschossen und dort wird das Ding auf Short gedreht. Dass da oben mehrere Punkte zusammenkommt, ist, glaube ich, normal. Wir haben die Big Figure dort, die also die 1,22, die glatte. Wir haben das erste Ziel aus der inversen SKS und wir haben kurz darüber das letzte Hoch. Wenn er da praktisch hinläuft, muss man allerdings seine Stop-Technik hier anpassen und auch hier unten mit einer Limit arbeiten. Oder mit einer Stop-Order arbeiten. Sorry. Das heißt, wir sind ja jetzt bei SL0. SL0 ist natürlich scheiße. Wenn er den hier oben übernimmt, würde ich hier ohne Stop reingehen oder mit 0, er würde mich direkt wieder rauskegeln. Heißt, wenn er diese Position hier jetzt holen sollte, wenn er die greift,
bleibt mein Stop Break-Even. Wenn er nach oben läuft, nehme ich mein Stop Loss raus und arbeite mit einer Gegenorder, mit einer Short Stop und im Gegenzug hier mit einer Short Limit. Hat zwei Vorteile. Das erste ist, wenn er hier hoch läuft und hier oben diese Nummer rausnimmt, dann dreht er die auf Short. Dann liegt aber meine Short Stop noch hier unten. Super Nummer, um dort aufzustocken. Wenn ich schon von oben komme, kann ich hier auch noch ein bisschen was draufpacken. Andersrum, wenn es da unten geht, stoppt er die nur aus und die Position ist zu. Verstanden? Muss ich schauen. Hast du genauer gearbeitet als ich? Manfred F. Wir haben zwei Nackenlinien hier. Wir haben dort eine Schulter. Wir haben dort eine Schulter. Wenn das hier die Schulter sein soll, dann ist das hier der Nacken. Wenn wir die Geschichte hier ansetzen, dann landen wir eine ganze Ecke weiter höher. Ah, okay. Unser Manfred hat mich gerade darauf hingewiesen, dass ich unsauber gearbeitet habe. Dann wollen wir das selbstverständlich etwas korrigieren und sauberer machen. Ich muss dir vom ersten Anlauf recht geben, weil ich weiß, wir waren ungefähr an diesem Hoch. Also muss ich wahrscheinlich wirklich genauer werden. Aber ich möchte ja auch nicht eure Arbeit machen, sondern ich möchte ja eher euch animieren, diese Arbeit hier selbst zu tun. So, ich komme nicht höher. Ich komme sogar eher tiefer. Nach dem Bruch. Da. Danke, mein Lieber. Da ist die Krux. Danke. Da sind wir. Das heißt, vielen Dank für die Korrektur. Kann man sehen, so schnell kann man sich um 40 Punkte verschätzen oder vereiern, wenn man nicht genau genug arbeitet. Und man merkt dran, die, die es gelernt haben, dass sie es doch nutzen, um es alleine zu erarbeiten, alleine zu verstehen. Sehr gut, vielen Dank. So, und dann landen wir dort mit der zweiten, mit dem zweiten Ziel. Jetzt werden wir noch langsam mehr. Da. So besser? Das gibt ein Bienchen ins Muttiheft, mein Lieber. Genau so ist es. Ob er jetzt da unten die Nummer holt oder nicht, ich will nicht sagen, das ist mir egal, aber ich sehe, dass wir bei der 1.21.22, ab der 1.21.22, ab dieser Linie liege ich auf der Lauer.
Also bitte nicht erschrecken mich zwischendurch, wenn er hier jetzt ganz kurz drunter loopt. Nehmen wir mal, beschwert man sich, dass man nicht sieht. Machen wir es so. Wenn wir hier einmal drunter gucken, damit die 22 hier touchieren sollten, was ja unser Zielbereich ist, hier drunter kurz gucken sollten, dann muss es nicht zwingend sein, dass er bis an die 15 oder so läuft. Ein Fehlausbruch hier nur bis an die 20 oder so kann schon durchaus lang. Aus meinem Setup, nicht aus deinem. Deins, mein lieber Mega-Vertreter, Schokofresser. Interessiert mich wirklich nicht, berücksichtige ich nicht. Hier einmal drunter spiken, nach diesem Muster und dann hoch bis an die 1,2192 und wir müssen die grüne Linie jetzt verfeinern, nämlich an die 57. Da, die beiden grünen sind unsere Ziellinien. Wenn wir natürlich genau in der 57 landen und ich schaffe das sogar noch, die Position aufzustocken. Und ich kann dann eine mit 100 Punkten schließen und eine mit 50 Punkten. Dann muss ich ja auch nicht unbedingt weinen, oder? Dann ist das ja auch durchaus im machbaren Bereich, finde ich jedenfalls. Okay, Plan im Euro klar für heute? Kann, aber die mache ich sogar heute gestrichelt, noch eine Geschichte in Rot einzeichnen, die aber, glaube ich, weniger Sinn machen sollte. Dazu ist zu viel Dampf da drin. Da. Und dann trotzdem das gleiche Setup. So soll es laufen. Okay? Und ihr seid die Regisseure. So, jetzt schauen wir mal, was der Junge hier macht. Ich bleibe hier nach wie vor bei meinem Setup. Und zwar für die uns diese Woche nicht begleitet haben, die aber letzte Woche im Webinar gewesen sind. Ich wechsle hier mal die Strategie. Die Position bleibt ja unverändert drin. Wir nehmen, das ist Lord Nelson, ja. Ich nehme einfach eine bestehende. So. Da habe ich die Position nicht mehr da drin. So. Wir haben immer noch hier unsere linke Schulter. Wir haben da den Kopf. Wir haben hier die rechte Schulter. Wir haben die 15,327 auserkoren als linke Schulter. Wer kann sich da von euch von letzter Woche noch dran erinnern? Wir haben genau dafür nämlich im Webinar mit unserem lieben Nelson dieses Bild gemacht. Okay. Ja, und dieses Bild hat immer noch Gültigkeit. Wir müssen es allerdings um eine Geschichte hier noch verändern. Bei uns in der Gruppe haben wir das schon mal kommuniziert. Wir haben letzte Woche Donnerstag gesagt, wir wollen einen Spike über die 3,27 und wollen dann dort runter bis an die 15,150. Und das hat auf den Punkt genau geklappt.
Hier oben waren wir im High bei der 37 und danach waren wir hier im Low bei der 47. Die Strecke von der 27 bis zur 50 auf den Punkt genau sauber abgearbeitet. Wer letzte Woche ein bisschen aufgepasst hat, der weiß, dass diese Position noch läuft. Nein, meine Position im DAX ist nicht geflogen. Wenn ich die Strategie wechsle, dann passiert genau das, dass du dieses Geräusch kriegst, aber die Position ist, wenn ich jetzt in die Strategie zurück will, wieder da. Noch da. Warum das Geräusch da kommt, keine Ahnung. Wir haben aber das Problem, was ich hier jetzt leider nicht darstellen kann, was ich aber darstellen möchte, und das haben wir hier. Hier haben wir die Problematik. Ich gehe auch hier mal in den 4-Stunden-Chart. Da. Und dort sehen wir, dass wir die linke Schulter hier oben an dem Hoch haben bei der 15.370. Ich habe bei verschiedenen Brokern nachgeschaut. Das sind nämlich die Jungs, die Ostermontag gehandelt haben. Außerbörslich sind hier Kurse entstanden von der 15.370. Damit müssen wir für unsere Stops ETC die 15.370 auf jeden Fall im Auge haben. Auf jeden Fall. So sieht man es besser, oder? So, jetzt haben wir vom Zeitfenster immer noch die gleichen Muster. Wir haben die Abwärtsbewegung, wir haben die Korrektur. Die Korrektur wird allerdings länger. Dann dürfte die zweite Welle runtergehen bis an die 14.900. Dann dürfte man nochmal zurückkommen an die 15.150, die ja jetzt nach unten sehr schön hält, um dann runterzulaufen an die 14.700 oder schon abschließend an die circa 14.600. Hier unten haben wir die Nackenlinie, die verläuft. Heißt, wir müssen uns hier eine Hilfslinie einzeichnen. Und auch die machen wir nur gestrichelt, weil sie uns ja hier nicht betrifft. Aber so müssen wir die Märkte beobachten, nämlich an der 70 dort. Wir haben gestern und die letzten Tage bei uns in der Gruppe noch davor gewarnt, dass der Rücklauf bis da hoch passieren kann. Vom Zeitfenster her läuft das Zeitfenster heute bzw. morgen läuft es ab. Wenn wir den Ostermontag mitnehmen mit dieser Marke hier und das Bild gleichmäßig werden sollte, dann kann es auch danach stinken, dass wir jetzt hier heute noch eine Weile hier drin rumeilen in diesem Bereich. Am Sonntagabend mit einem Abwärtsgap bei der 15.370 oder so eröffnen, weil dann ist das Muster gleichmäßig, dass wir dann ein Abwärtsgap von Sonntagnacht haben, was bis zur 15.370 geht und von da aus dann abschmieren können. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr das nutzt für eure Screenshots oder so. Ich mache es für mich, damit ich es auch nicht vergesse. Sonntag, 03.05.20. Nee, das noch nicht. Eventuell abgibt bis 15.370. So, das kann passieren, das lege ich mir da auch in diesen Zeitbereich. Sollten wir jetzt einen Schlusskurs unter der 1,50 kriegen, dann wird dieses Szenario eher unwahrscheinlich. Wenn Schlusskurs unter 15.150, dann eher kein Abgap. Dann kann sich das ganze Spiel sogar umdrehen, dass wir eher einen Downgap kriegen. Ist das nachvollziehbar?
Was ich damit meine, warum ich das so mache oder so sehe, Sonntag ist der 2.5., ja, aber wir öffnen Punkt 0 Uhr und dann haben wir schon den dritten. Ausschlaggebend ist diese Geschichte hier mit dieser linken Schulter, hier in diesem Bereich. Ziele daraus errechnen sich ganz sauber. Je nachdem, wie wir die Nackenlinie zeichnen, mal gucken, ob ich das noch finde. Hier haben wir uns gestern ein Dreieck eingezeichnet und haben wir gesagt, er darf aus diesem Dreieck raus und soll dann nach unten wegbrechen. Das macht er jetzt die ganze Zeit, aber er turnt dann noch oben drüber rum. Nachteil bei diesem Dreieck ist, wenn dieser Ausbruch nicht bis in diesen Bereich hier passiert, sage ich mal, in den ersten zwei Dritteln, spätestens so ungefähr zwei Drittel, drei Viertel. Wenn der Ausbruch nicht in diesem Bereich hier passiert, wird das Ding oft zu einem Rohrkrepierer. Wie man ja auch sieht, im Moment würde ich dieses Dreieck, was wir hier haben, einfach streichen und nicht mehr für meine Analyse oder für meine Positionen nutzen. Was ich aber nutzen werde, ist hier dieses Bild von der SKS. Da der Manfred mich ja gerade daran erinnert hat, dass ich sauber arbeiten soll, machen wir das hier jetzt. Da haben wir die Nackenlinie. Zack. Und daraus ergibt sich dann dieses Maß hier, was ich jetzt gerade ziehe, ändert nichts daran, dass wir hier eventuell an die 70 laufen. Das dazwischen ist alles Rauschen. Hier zählt nur dieses Maß vom Kopf bis zur Nackenlinie. Und nur weil die Schulter hier höher geht, ändert sich ja die Nackenlinie nicht. Da die sich nicht ändert, wird das Endziel aus dieser Nackenlinie, aus dieser SKS dann hier unten ungefähr landen. Da sind wir hier bei der 14.600. Kann man die sehen? Kann man die erkennen? Gut. Erkläre, warum 66,6% laut Annalena Baerbock mehr ist als 75%. Schöne Aufgabe. Okay, wir landen dann, guck mal, jetzt können wir auch ein bisschen genauer werden. Nein, wir landen genau da. Und wenn wir jetzt nochmal wechseln und dann sehen wir, dass mein Ziel hier unten aus den 1, 2, 3, 4 Wellen, wenn die denn sauber laufen, bei 14,550 ist. 14,550 und hier errechnet sich die 14.600. Das kann schon sehr schnell gehen, wenn wir nämlich bis Freitag brauchen oder erst am Montag hier am 2.5. erst die Nummer brechen sollten, dann wandert diese Linie nämlich hier runter. Und dann sind wir nach dem Bruch nämlich schon da unten irgendwo angekommen. Zeichnet euch das in eure Charts bitte schön sauber ein, damit ihr diese Muster auch seht. Diese Nummer hier. Ich messe sie in der Regel einmal so, ich sage so von da bis da, was nun dieses Mal charttechnisch wirklich schwierig ist.
geben, weil wir den Ostermontag dazwischen haben. Und wenn wir nämlich von der Mitte ausgehen, von dem Kopf ausgehen, dann landen wir jetzt gleich an dem Punkt, wo wir abklatschen müssten. Und das wäre schon um 11 heute Vormittag oder heute Mittag. Also es wäre schon heute Vormittag. Wenn wir bis Ostermontag gehen, noch ein kleines Stück zurückgehen, dann haben wir den morgigen Tag noch dabei. Das heißt, wir müssen jetzt hier ganz klar in diesem Bereich, in diesem Zeitfenster mit erheblichen Reaktionen rechnen. Oh, ich gebe nochmal schnell mein Lehrgut ab. Danke. Don't worry, be happy. Ne? Kein Eistee, mein lieber Nelson, es ist echter Kaffee. Du machst Fortschritte. Das ist kein Fortschritt, das ist ein Rückschritt. Fortschritt sieht anders aus. Deswegen heißt es ja zu fortgeschrittener Stunde. Ne? Wenn man dann wieder Kaffee trinkt, ist man wieder zurück bei rückgeschrittener Stunde. Sagt man nicht umsonst, wenn man jetzt zwei Bier weckert, dann kommt einer mit, will vielleicht eine Cola zwischendurch. Gottes Willen, schmeißt mich um Stunden zurück. Wenn das Zeitfenster nicht aufgeht, ist dann das Setup SKS hinfällig. Nein. Und wir brauchen auch erstmal, um deine Frage, lieber Konrad, zu beantworten. Wir müssen uns auch noch gar keine Gedanken drüber machen, weil wir den Ostermontag ja auch noch aussitzen können oder aussitzen müssen. Also wir brauchen vor Sonntag oder vor Montag über die Geschichte Zeitfenster, ob dann die SKS hinfällig ist, nicht nachdenken. Denke ich bei einer SKS sowieso nicht nach, weil es zählt hier nur der Preis. Nichts anderes. Ein Teil kommt aus dem Future, wie man sieht. Im F-DAX sieht die SKS wieder ganz anders aus. Ein Teil handelt Ostermontag, ein Teil handelt Ostermontag nicht. Und die Börse ist zeitlos. An der Börse zählt der Preis und nicht die Zeit. Das ist genau der Punkt. Das ist genauso, wie manche Leute behaupten, zu viel Bier abends nach 20 Uhr macht dick. Und amerikanische Wissenschaftler haben festgestellt, das ist totaler Quatsch. Bier weiß nämlich gar nicht, wie spät es ist. Und hier ist es ganz genauso. Die Börse weiß nicht, dass wir hier auf eine SKS lauern. Das sind einfach typische Chartmuster, die sich hier ergeben und die man dann versuchen kann zu erwischen und zu handeln oder nicht. Hinfällig ist für mich die SKS erst dann, schreibe ich jetzt hier rein. Da ist der SMH4 vom 22.04. Und das baller ich jetzt mal noch hier rein. SKS ist kaputt, wenn Schlusskurs im Daily über 15.375. Das ist für mich eine Eckmarke. Erst dann, bis dahin kann alles passieren. Okay, schauen wir noch mal, was unsere Nummer hier macht. Der turnt hier immer noch rum. Aber er macht sich langsam auf den Weg da, wo er hin soll. Die Setups hier, glaube ich, sind klar. Die Position könnt ihr sauber nachvollziehen. Ich hoffe, ihr könnt sie auch sauber handeln. Ich nutze mal kurz die Zeit, um organisatorisch was dazwischen zu schieben. Wir haben heute Nachmittag kein Webinar. Ich glaube, das ist auch nicht im Plan, richtig? Glaube ich, nicht im Zeitplan. Und wir machen dann nächste Woche Dienstag weiter. Welches DAX-Bild möchtest du nochmal sehen? Das hier?
Das ich weiß viel Information hier drin, aber ich war ja immer zu schwarz-weiß. Und unser Andi hat mich dann immer gerügt, hat immer gesagt, mach doch mal ein buntes Bild. Ich zeige sie doch oft genug. Jetzt habe ich mich auch für bunte Bilder entschieden. So eine Bilder entstehen dann im Laufe der Zeit. Okay, ich bin damit. Ich bin dann damit durch für heute. Letzte Woche haben wir ein paar Minuten überzogen. Heute muss ich das abziehen, weil FX Flat bezahlt mich nach Minuten. Und wenn ich letzte Woche 5 Minuten überzogen habe, dann wird das für FX Flat zu teuer, weil wir sagen, pro Minute ein Bier war abgemacht, ne, Mersen? Ja. Oder ein Eistee. Und schon unterwegs. Ja, aber viel mehr gibt es auch nicht zu sagen. Ich bringe mich oder euch auch nur durcheinander, weil das hier ist mein Setup. Das ist meine Nummer hier, die ich annehmen will. Dieses Bild, das hat für mich Priorität. Und diese Geschichte hier will ich heute gerne oben drauf packen. Ja, jetzt kommen wir langsam dahin, wo wir hinwollen. Achtet darauf, dass eure Positionen oder eure Order dementsprechend sauber liegen. Wie gesagt, wenn er jetzt hier unten eine lange Lunte bauen sollte, nur kurz runter eine lange Lunte, dann würde ich dieses Ding auch manuell eröffnen. Die Position kommt von der 57 unten. Wir sind immer noch 60 Punkte mit der Position vorne. Auch bei der 17 sind wir noch 60 Punkte vorne. Wir können uns da auch erlauben, manuell zu reagieren. Damit entlasse ich euch in eure Freiheit. Ich hoffe, konnte meine Sichtweisen einmal mehr ein bisschen offenlegen, ein bisschen besser darstellen. Und ihr konntet mich vielleicht auch ein bisschen verstehen. Und freue mich darauf, wenn wir uns vielleicht eventuell nächsten Donnerstag sehen. Um dann auszuwerten, was wir heute hier zusammengestrickt haben. Vielleicht sind wir dann ja schon eine ganze Ecke schlauer. Oder? Okay, dann verabschiede ich mich jetzt hier und sage einmal, oder wollt ihr noch die Position sehen hier? Was wollt ihr? Ein Ja steht im Chat. Ja, eins. Du willst deine Zeit rumkriegen, ne? Ich? Ja. Ich bin gerne hier mit dir. Also, meine liegt ja hier bei der 15. Wir haben noch 5 Punkte Luft. Und Stop wird dann für die Gesamtposition automatisch eingeführt. Also, ich glaube, das ist ziemlich klar. Und wenn wir jetzt hier... Wir haben hier die 5-Minuten-Kerze mit einer Glatze unten hier geschlossen. Demnach dürften wir auch noch einen kurzen Rutsch, wahrscheinlich bis an die 11 oder so, kriegen. Unsere Stops, wenn ich die verändern sollte, platziere ich dann gerne nachher im Slack und werde sie dort begleiten. Okay, in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt und freue mich dann auf nächste Woche, auf nächsten Donnerstag, wenn wir uns dann mit Mersen hier wieder treffen und sage, einen schönen Tag. Tschüss, tschüss. Moin, moin. Euer Thorsten. Super. Vielen Dank, Thorsten. Wir entlassen dich auch wieder in die Freiheit. Kannst du die Schafe wieder filmen? Ja. Und ich bedanke mich natürlich bei allen Teilnehmern, wünsche einen erfolgreichen Trading-Tag und auch einen sonnigen Tag und würde mich freuen, wenn Sie dann nächste Woche wieder dabei sind. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.